Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid in meinem neuen Video und wie man schon erkennen kann, worum es sich heute dreht, um Bäumchen. Bäumchen, naja, es gibt größere Bäumchen, es gibt kleinere Bäumchen. Und das ist jetzt mal eine wunderschöne Zuckerhutfichte, eine Picea glauca. Und es ist ganz toll geeignet, dass man die entweder vor die Haustür stellt oder dass man sich die zu Weihnachten reinstellt. Und so wie die jetzt aussieht, ist die natürlich noch ein bisschen nackig und die werden wir jetzt gleich hübsch machen, weil die kann man sich auch nach Weihnachten dann in den Garten pflanzen. Das ist auch total schön. Und diese Bäumchen, Moment, wo habe ich sie denn? Ich habe immer so viele Sachen hier. Das ist keine Zuckerhutfichte, sorry, das ist eine andere Art von Bäumchen. Aber da sieht man auch, was die schon hermachen, wenn die so toll dekoriert sind, wie hübsch die sind. Das ist ein richtiger Hingucker und Bäumchen sind total begehrt, ja. Und die gibt es ja auch in ganz vielen Varianten. Die gibt es gesteckt und gepflanzt. Und also bevor wir zu den Bäumchen kommen, muss ich euch doch nochmal was anderes ganz Tolles zeigen. Das ist so eine wunderschöne Arbeit, ein echtes Highlight, ja. Wir haben den Fuß von so einem Kerzenleuchter, von so einem fünfarmigen, haben wir genommen und haben einen Hängekranz gemacht. Und das Schöne ist also, dass dieser Kranz so schön, ja, der baumelt so schön. Das ist also eine ganz tolle und spezielle Arbeit, weil das wird natürlich mit Drähten gehängt und das ist wirklich was sehr, sehr Feines, sehr Edles. Und dieser Kranz ist jetzt in Flieder und Rosé dekoriert und wir haben hier schön Pfeffer haben wir drauf gemacht und haben die Kugeln auch farblich abgestimmt. Und wir sagen immer, es ist schön, wenn man Verbindung schafft. Das heißt, wir haben die fliederfarbenen Kerzen genommen. In dem Band ist Rosé drin und in den Kugeln und in der Deko haben wir beide Farbtöne wieder gespiegelt, sodass es ein harmonisches Bild abgibt. Und dieses Kränzchen, das ist, oder nein, der Kranz, das ist kein Kränzchen, das ist tatsächlich ein 40er Außendurchmesser, dieser schöne gewickelte Kranz. Der ist natürlich rundum gewickelt, man sagt halb gewickelt, wenn der nur oben ist, und der ist rundum gewickelt. Das heißt, also wenn man von unten auch drauf guckt, dann ist da natürlich auch ja, das schöne Nadelgrün. Und das ist eine wunderschöne, edle Arbeit. Irgendwann stelle ich mir sowas auch zu Hause hin. Aber ja, das nur als kleines Nebenthema. Nach wie vor haben wir natürlich auch unseren schönen Rindenkranz, den ich in dem Video zur Adventsausstellung gezeigt habe. Den haben wir dieses Mal einfach in Rot gemacht. Also immer so ein paar andere Farben. Und die anderen, die sind alle schon weg. Und das ist auch nach wie vor eine ganz, ganz tolle Arbeit. Ja, aber heute geht es ja um unser Bäumchen. Und heute geht es um unser Bäumchen und deswegen gehen wir jetzt mal in den Arbeitsbereich, weil diese wunderschöne Zuckerhutfichte, die wollen wir jetzt mal dekorieren. So, und extra für das Video habe ich auch ein echtes Prachtexemplar gefunden und da möchte man am liebsten fast kuscheln. Ja, also das ist eine ganz tolle Zuckerhutfichte. Und das Schöne ist, dass die so schön buschig gewachsen ist. Die sind nicht immer so gerade getopft und oft haben die so richtige Löcher auf einer Seite. Und die habe ich gesehen und habe gedacht, für so eine Zuckerhutfichte ist das ein echtes Prachtexemplar. Und wir nehmen natürlich die schönste Seite, die allerschönste. Und hier ist auch noch auf diesem kleinen Zettelchen, da sieht man auch, wie toll hellgrün die im Frühjahr oder im Sommer auch werden kann, wenn man den irgendwo auspflanzt oder in einem größeren Topf rausstellt, da fühlt die sich also total wohl. Aber zu unserer Deko brauchen wir das Zettelchen natürlich nicht. Sie will draußen einen sonnigen oder halbschattigen Standort. Man braucht sie nicht schneiden, sie macht keine Zapfen und sie ist immer grün. Also so viel noch zu der Zuckerhutfichte. Und Zwei haben wir schon so schön dekoriert. Wir haben die eine hier mit so einer hängenden Schleife, mit Sternchen am Schluss dran und Kugeln haben wir die schön dekoriert. Und hier haben wir noch eine andere, da hatten wir Filzherzen in Grau mit Apfelscheiben, mit Zapfen, Kugeln und auch mit diesen reizenden Kokossternchen unten dran. Die suchen auch noch ein Zuhause, aber Richtung Weihnachten geht es ganz schnell. Da sehe ich überhaupt keine Probleme, deswegen möchte ich eigentlich am liebsten den Vorrat aufstocken. Ich hatte die auch in Rot dekoriert, aber Rot ist natürlich eine sehr, sehr beliebte Farbe. Und deswegen, ja, und deswegen dekorieren wir heute nochmal eine in Rot. Und zwar am liebsten in Rot-Grün. Ja, das Schöne ist, ich möchte gern grünen Filz. Ich habe hier ja wieder so wunderbar meine große Rolle. Ja, von vorigen Videos habt ihr gesehen, da war das eine Riesenrolle.
Das sind jetzt noch die Reste, aber die nächste Rolle, die habe ich auch schon in der Küche, keine Sorge. So, ich muss mal gucken, wie hoch brauche ich es ungefähr. Ein Daumen länger als die Schere. Ich habe kein Zentimetermaß hier. Man kann das auch ganz gut so überbrücken. Aber ich brauche jetzt noch eine andere Schere. Hier, hier ist eine, genau. Wir haben nämlich unser Werkzeug an der Magnetleiste angehängt, weil ich habe keine Lust, dass das ganze Werkzeug immer auf dem Tisch spazieren fährt. Und deswegen haben wir uns natürlich praktisch beholfen. Und dann haben wir das Ganze, ist immer schön griffbereit. Und weil, wenn hier viel gearbeitet wird, dann liegt hier sehr viel Grün auf dem Tisch. Und wenn wir hier das Werkzeug dazwischen hätten, das war dann vor vielen, vielen Jahren so, eigentlich vor 10 Jahren, dann sieht man, findet mir hier eigentlich kein Mensch mehr was. Und das ist ein bisschen nervig. So, die Frage ist, ob wir hier eine Überlappung hier vorne machen, dass wir das so öffnen, wie wenn das so ein offenes Mäntelchen ist. Ja, das finde ich sehr hübsch. Das sieht sehr schön aus. Und dann klebe ich mal die eine Seite einfach an dem Topf fest. Ich würde den Filz, ich klebe den ganz gern fest. Wenn du sagst, du willst den danach abnehmen, dann klebe ihn natürlich nicht fest. Aber für mich ist es vom Handling her einfacher, wenn ich so an zwei Stellen, Moment, ich brauche natürlich wieder Heißklebesticks, wenn ich den an zwei Stellen am Topf festklebe, weil erfahrungsgemäß bleibt dieser Filz dann nicht so schön sitzen. Und wenn man den Topf dann, wenn du den nicht so oft irgendwie ja woanders hinsetzen willst, dann macht es nichts aus. Aber wenn du den Topf hochnimmst, dann rutscht dieser Filz rum. Und ich, ja, wenn ich dem Kunden dann was verkaufe und dieser Filz rutscht so rum, dann ist es eigentlich nicht so schön. Deswegen fixiere ich den gern. Also du hast da die Wahl, kannst es natürlich machen, wie du willst. So, jetzt haben wir diesen wunderschönen Rotton. So, und da haben wir auch den roten Filz. Und was ich ganz schön finde, ist dann wie so eine, das ist, finde ich, zu breit, sondern ich möchte ihn wie so eine Schärpe machen mit dem roten Filz. Und weil mir der so zu breit ist, mache ich den ganz einfach, halbiere ich den. Und dann kann ich diese zwei Teile, wenn ich sage, ach, der ist mir immer noch ein bisschen zu breit, dann ziehe ich den einfach. Also Filz lässt sich ja so wunderbar dehnen und ganz toll bearbeiten. Filz ist wetterfest, ist lichtecht. Das ist also ein prima Material. Und hier sieht man, ach, es hat genau gepasst. Sehr schön. Und dann klebe ich das auch wieder an zwei Stellen fest, fixiere das einfach und schon ist der Filz fest. Geht also eigentlich alles ruckzuck, braucht man überhaupt nicht lang. Filz klebt auch toll. Das Einzige, was Filz macht, der klebt nicht nur toll, der sammelt natürlich auch den ganzen Dreck gern auf. Deswegen würde ich darauf achten, dass der Arbeitstisch schön sauber ist, weil so Klebe... Ja, so Klebereste und Klebesachen auf dem Tisch, die sind ziemlich doof. Das nervt ein bisschen. Ja, was natürlich immer schön ist und dekorativ, sind unsere Strobuszapfen. Finde ich immer ganz toll. Und damit diese Strobuszapfen, damit ich die auch schön, die klebe ich jetzt nicht so gern, weil die möchte ich gern so arrangieren oder dass die so sitzen, wie ich das gern hätte. Das heißt, die werden nicht geklebt. Ich drahte die. Ja, jetzt muss ich nur gucken, wenn die Erde gefroren ist, komme ich nicht so gut rein, aber ich komme rein. So, und dann habe ich, dann kann ich immer sagen, oh, ich hätte den gern tiefer oder ich hätte den gern höher. Das lässt sich natürlich mit dem Draht super machen. Das kann man nämlich nicht machen, wenn man den klebt, den Zapfen. So, den Strobuszapfen, den hätte ich gern halbiert. Das ist so ein kleiner Trick. Aber ich habe da auch ganz viel erzählt zum Thema Zapfen und wie man das alles macht in meinem Coaching-Video, in meiner Schulung, also in meinem Schulungsvideo zu dem Zapfenkranz. Da gibt es viel, viel, viel mehr Info. Da gibt es ganz viele Details. Einige von euch haben es ja gemacht. Ich habe super Fotos von euch bekommen. Vielen, vielen Dank. So, und den halben Zapfen, den klebe ich jetzt aber mal. Wie gesagt, falls du den im Frühjahr abnehmen magst, kannst du es auch drahten. Ja, oder die Zuckerhutfichte, die bildet keine Zapfen selber. Und wenn du sagst, auch in der Basis, das kann so bleiben, dann kannst du den natürlich auch kleben. Das ist dann auch sehr, sehr schön und sehr dekorativ. Man muss nur ein bisschen festhalten eine Weile, weil so schnell
hält der Kleber dann doch nicht, wenn ich jetzt loslasse. Dann merkt man, dann zieht so Fäden und zack, kommt er mir wieder entgegen. Das wollte ich jetzt natürlich nicht so gern. So, dann lassen wir mal schön dieses kleine Mäntelchen hier offen. So, mir hat noch ein schönes Naturmaterial gefehlt und da habe ich so eine tolle, feste Sisalschnur. Und damit mir die noch nicht so schnell ausgeht, habe ich mal so ein kleines Päckchen geholt. Aber wir brauchen natürlich so viel von den Materialien, dass sich das bei mir absolut lohnt, dass ich in so großen Einheiten das einkaufe. Das sind einfach wichtige Arbeitsmaterialien. Von dieser Schnur finde ich es schön, wenn ich mit dieser Schnur zweimal um den Topf rumgehe. Das heißt, ich nehme die Mitte, wickel um den Topf rum und einmal zurück und kann hier vorne auch, kann hier vorne nochmal knoten und kann eine Schleife machen. So. Und ich finde es auch immer, ne, roten Filzdocht würde ich jetzt nicht nehmen. Ne, ich lasse den Filzdocht weg. Man merkt, manchmal muss ich erstmal probieren, was ich noch so Gutes finde. Den Birkenstamm, den finde ich klasse. Den finde ich sehr schön. Und was ich auch noch gern drumherum machen möchte, was ich eigentlich ganz hübsch finde, sind Zimtstangen. Dann nehme ich die Zimtstangen und drahte die an. Das sind wieder so kleine Tricks. So, drahte die an und mache mit diesen Zimtstangen im Grunde genommen so kleine Päckchen, ja, die ich dann wickle. Eine Stange nützt hier nicht so viel, weil ich finde, so eine große Zuckerhutfichte, die braucht ruhig auch ein bisschen, ja, dass ich so drei Zimtstangen immer zusammen mache. Und dann kann ich diese Zimtstangen sehr schön an dieses Bäumchen drahten. Und dann ist es so eine schöne, ja, wir haben da so einen Begriff im Geschäft mit den Mitarbeiterinnen, wir sagen immer, drumrum duddeln, ja, ich weiß nicht, wie man das auf Hochdeutsch, wie man das formuliert, aber wir finden es einfach schön, wenn spielerische Deko-Elemente um die Pflanzen herum arrangiert werden, auf Hochdeutsch. Ist gut, oder? Ja, und ja, deswegen, dann ist es eine, ja, dann ist es nicht so streng, ja, und diese kleine Zimtstangen-Deko, die kommt jetzt gleich. Also von der Reihenfolge her habe ich gemerkt, es ist ganz gut, erstmal den Birkenstamm zu kleben, weil dann habe ich nämlich eine schöne, ja, ein Fixpunkt, wo ich meine weitere Deko dann darüber wickeln kann, was ich auch gleich mache. Aber ich muss natürlich erstmal diesen Birkenstern schön andrücken. Es ist auch immer ein Phänomen. Auf Filz klebt ganz vieles einfach toll. Ja? Auf Filz kann man super kleben. Und deswegen würde ich das auch immer wählen, um zu kleben. Ja, es gibt bestimmte Materialien, die kleben gut, andere kleben nicht. Ist im Herbst auch ein ganz deutlich zum Beispiel, dass man Kastanien schlecht kleben kann. Kastanien machen immer gleich den Abflug, weil es liegt natürlich daran, dass das so eine glatte Oberfläche ist. Und Materialien mit einer glatten Oberfläche kleben nun mal schlechter. Und hier haben wir diesen schönen faserigen Filz. Da klebt es natürlich ganz toll. Und den nutze ich dann auch gern. So, das ist jetzt ein bisschen, muss ich ein bisschen, ja, selber etwas bauen und basteln, dass ich meine hübschen Zimtstückchen hier um diesen Topf herum drapiere. Ich zeige das auch gleich rundum. Sorry, jetzt bin ich erstmal hinter dem Topf versteckt. Aber ich komme wieder, keine Frage. Heute ist nicht aller Tage. Und dann zeige ich auch gleich rundum, was ich hier so gemacht habe. Ja, also. Aber ich muss das erstmal einmal kurz festbekommen, weil der Topf ist natürlich zu groß, als dass ich jetzt hier, als dass ich das zeigen kann. Also nochmal das Ganze so in langsam. Ich habe diesen orangenen Myrtendraht genommen.
Und ich habe dann eine Deko mit Zimtstangen gemacht, die rundum geht um den Topf, sodass immer diese Zimtstangen so ein kleines Deko-Element sind. Hier möchte ich die Schnur natürlich über diesem roten Filzband haben. So, eine kleine Korrektur. Ja, und hier sieht man also diese Zimtstangen, die gehen dann also so lustig so rundum. Das fand ich sehr, sehr hübsch. Und der Topf, den haben wir jetzt eigentlich schon wunderbar dekoriert, sodass man sich jetzt am besten um die Deko, ja, um die Deko von dem, ja, bis oben hin, von der restlichen Zuckerhutfichte natürlich kümmern kann. Hier kommt wieder so ein kleiner Trick, den habe ich in meinem Video mit der hohen Vase gezeigt. Ich muss ganz kurz einen Tacker holen. Hier kommt wieder ein kleiner Trick, den habe ich im Detail in dem Video mit der hohen Vase gezeigt. Ich möchte gerne ein Filztäschchen machen für das Batteriekästchen von meiner Lichterkette. Und da verstecke ich dieses Batteriekästchen drin. Und Filz lässt sich nicht nur gut kleben, Filz lässt sich auch gut tackern. Ja, man kann sich natürlich auch an die Nähmaschine setzen. Aber da habe ich jetzt gar keine Zeit dazu. Und damit mein Batteriekästchen von meiner Lichterkette, die ja so viele kennen und so viele bestellt haben, diese schöne Schnurlichterkette ist äußerst beliebt. Ich habe sie auch schon bis ins Ausland, in die Schweiz und dann so hingeschickt. Ich habe immer noch Vorrat und sie ist immer noch theoretisch bestellbar. Und diese wunderschöne Lichterkette, die dekoriert natürlich ganz toll mein kleines Bäumchen. Damit dieses Päckchen hier nicht rausfällt und weil es ist ja auch außerdem sehr, sehr hübsch in dem Rot, kann ich dieses Päckchen mit ein bisschen Heißkleber einfach auf den Topfrand kleben. Ja, dann stürzt mir das nicht immer ab. Dann mache ich eben so den Heißkleber so, dass es genau auf diesen Topfrand sitzt. So, und dann sieht es jetzt aus, als ob der Nikolaus so ein Päckchen noch irgendwo liegen hätte lassen. Wie so ein kleines Geschenkpäckchen. Und mit meiner Lichterkette, die ist jetzt ja auch Gott sei Dank 2 Meter lang. Das ist ja eine tolle Länge. Mit der Lichterkette, am besten ist es auch, wenn sie an ist, dann kann ich auch schöner sehen, wo ich sie überall entlang legen will. Gehe ich einmal drumherum und bis an die Spitze von meiner Zuckerhutfichte. So, man könnte theoretisch auch fast eine zweite nehmen, aber wir wollen ja auch noch andere Deko machen. Wir wollen ja nicht nur die Lichterkette reinmachen, sondern ich fände es auch ganz schön, wenn hier noch ein bisschen eine Filzschnur drin ist und auch die Filzschnur, damit die hält. Das ist jetzt übrigens Gefahr für die Finger. Die würde ich an einem Punkt festkleben. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, dass man sich nicht die Finger verbrennt. Und dann nehme ich einfach mein kleines Floristenmesser und drücke die Filzschnur da rein, weil da möchte ich eigentlich nicht so gern den Heißkleber auf meinen Fingern haben. Und dann nehme ich parallel zu der Lichterkette die Filzschnur und umrunde damit zur Deko meine Zuckerhutfichte. Und nach wie vor ist tatsächlich Rot die beliebteste Farbe. Das haben wir auch gemerkt hier an Adventsgestecken. Rot ist ruckzuck ausverkauft. Als erstes geht die rote Zuckerhutfichte weg. Und die anderen Farben, die sind echt schön. Ich finde die auch ganz toll. Aber Rot ist einfach für die allermeisten, ist Rot Weihnachten. Und deswegen habe ich mich auch entschlossen, Rot im Video zu nehmen. Weil das ist natürlich der Klassiker. Das gefällt den allermeisten und das ist auch so richtig festlich und traditionell. Und weil ich natürlich schon gern möchte, dass die Videos ganz vielen gefallen, habe ich das extra in Rot gemacht. So. Sehr gut. Und des Weiteren habe ich noch einen Plan. Ich möchte gerne kleine dekorative Schleifchen in die Zuckerhutfichte machen. Da haben wir jetzt auch noch hier so ein Streifen und die Größe an Filzstücken würde ich noch halbieren. Also das ist so, ja, naja,
etwa 10 cm in etwa. Und das nehme ich jetzt, den Filz, und raffe den wie so eine Schleife. Und nein, nicht für mich, es ist für das schöne Bäumchen. Und mache mit diesem, das ist mit Filzdocht, ist auch Filz, ja, mache mit Filzdocht kleine Schleifchen, die ich einfach nur zusammenbinde und ja, einen Knoten mache. Und das sieht doch total süß aus, oder? Und mit diesen kleinen hübschen Schleifchen kann ich jetzt meine Zuckerhutfichte sowohl natürlich auch an der Spitze, braucht sie ja die erste Schleife, das ist ja die allerwichtigste. Und dann geben wir ihr noch ganz viel. Damit mache ich übrigens auch den Filzdocht, der oben dran ist, den fixiere ich damit, dass ich diese Schleife draufklebe. Ich versuche immer zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und das mache ich dann somit. Und ich gucke mir jetzt natürlich erstmal an, welche Größe habe ich denn da gewählt von dem Filz. Und ich möchte ja noch mehr Schleifchen machen. Deswegen nehme ich auch die Länge oder die Größe von diesem ersten Schleifchen als Schnittmuster für meine weiteren, damit ich dieses Bäumchen rundum noch schön, beziehungsweise rundum natürlich, wenn es rundum gesehen wird, wenn es vor deiner Haustüre steht, dann reicht es eigentlich, wenn du vorne dran die Schleifen machst. Das kannst du dir überlegen. Und optional kann man kleben oder drahten. Weil wenn du das abdekorieren willst, dann würde ich die natürlich mit Draht befestigen. Oder du kannst schöne weihnachtliche kleine Wäscheklammern besorgen und kannst sie mit so kleinen Wäscheklammern dran machen. Das ist auch süß. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. So. Jetzt gucke ich mir natürlich erstmal an, wo ist die Vorderseite und wo möchte ich die Schleifchen dran machen. Und dann kann ich einfach mit einem Tupfer-Heißkleber die Schleifchen an dem Bäumchen befestigen. Da die auch kein Gewicht haben, halten die natürlich hervorragend. So, wie immer schön aufpassen auf die Finger. Ich habe es dieses Jahr tatsächlich geschafft, dass ich mir noch keine Brandblase geholt habe in der Weihnachtszeit. Das ist sehr selten, aber ich soll es ja gar nicht so laut sagen. Nicht, dass es heute passiert im Video. Ich bin auf jeden Fall vorsichtig, ich bin absolut gewarnt. Und mache das sehr, sehr sorgsam mit dem Heißkleber. Diese Zuckerhutfichten gibt es in ganz vielen Größen, in ganz vielen verschiedenen Größen. Und es ist auch ein sehr, sehr schönes Geschenk, wenn man jemanden ein Geschenk machen will. Bäumchen rufen immer Entzückensrufe hervor, erfahrungsgemäß. Und das ist doch sowohl vom ersten Advent bis als auch zu Heiligabend, wenn jemand keine Tanne aufstellen möchte, ist das immer ein absolutes Highlight, ein richtiger Hingucker. So, jetzt habe ich noch eine. Damit könnte ich ja noch die Lücke hier unten schließen. Und dann sieht man gar keine Lücke zwischen diesen Zapfen. Wunderbar. So mache ich das auch. Und fertig ist mein wunderbar dekorierter Moment. Ich achte natürlich auch sehr darauf, dass die Schnüre immer nach unten rausgucken. Ja, dass die immer, weil das ist ja so diese, ja, dass das so die, so wie das geschnürt ist, weil ich finde diese süßen kleinen Filzdochte nach unten raus, die gefallen mir total gut. Ja, und meine Zuckerhutfichte strahlt jetzt in weihnachtlichen Glanz. Ich finde, die muss jetzt eigentlich schon fast mit in die gute Stube oder auf die Terrasse. Sie ist auf jeden Fall bereit für das Fest. Und wir haben jetzt schon Dezember, also die Zeit schreitet voran. Ich wünsche euch eine ganz tolle Adventszeit und ich wünsche euch viel Spaß beim Gestalten.
Die Materialien bekommt ihr wie immer zu super fairen Preisen mit 10% Fanrabatt bei Floristik24. Gebt einfach beim Bestellen den Rabattcode Margit, also nur Margit, ja, weil andere haben schon probiert mit meinem Nachnamen. Nein, es ist nur mein Vorname, dann bekommt ihr 10% Rabatt. Die Preise sind wirklich toll für Nicht-Floristen. Es ist erstaunlich. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Suchen von schönen Zuckerhutfichten und dann beim Gestalten mit euren hübschen Bäumchen. Und einstweilen sage ich ganz herzliche Grüße und bis zum nächsten Video. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Thank you.